Cookie kommt an, hat aber steppt aber hart rein, ist jetzt bekannt und kriegt Besuch. Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Okay. Schaut mal, Unterhose, Band, erste Map. Kein Stress. Also. Okay, Haven ist gebannt. Haven ist gebannt. Alles klar. Schauen wir einfach mal. Haven raus, Leute. Haven ist raus. Gott, dickes X. Dickes X. Okay. Okay. Dann die Hunters. Bann. Zwei, please. Und dann darf die Unterhose dann die Map bestimmen, während die Hunters dann sagen dürfen, die Seite nehmen wir jetzt. Gar kein Bock. Ich habe jetzt nicht mal Icebox, das seht ihr jetzt zum Beispiel gar nicht, natürlich, aber ich habe jetzt Icebox als Map ausgewählt, dass ich auf jeden Fall gleich daran denke. Nee, nein, Mann, das haben schon eine Niederlage. Die haben gestern ja gegen Hangover auf die, also nicht Klatsche, aber... Die haben gegen die Hangovers ein bisschen verloren. 45 Sekunden, Delay ist drin. Deswegen nicht wundern, wenn ich ein bisschen später antworte. Iki kommt irgendwann, kommt vielleicht zum zweiten Match oder zum dritten, je nachdem, falls drei Matches haben. Gut, Unterhose, Pick, Bind oder Split, please. Na, wir müssen es ja ein bisschen britisch machen. Ich glaube, der hat aktuell eine Affäre, der Johnson, ne? Oder so sind wir drin. Aber egal. Bei please, alles klar. Okay, Hunter, welche Seite? Gut, es wird auf jeden Fall Bind. Bind ausgewählt. Ich habe Bind ausgewählt. Ja, ich sag schon mal. So, die Hunter sagen jetzt, okay, wir wollen uns jetzt verteidigen und jetzt erst angreifen. Danach laden wir mal alle ein. Beziehungsweise dann können alle eingeladen werden. Und dann gucken wir mal, ob alle ready sind. Vielleicht schaffst du Inki auch bis dahin auf einmal gutes Internet zu haben. Bei ihm ist einfach komplett los. Also, da ist einfach okay. Alles klar. Der Rest dann. Alles klar. Es wird Bind. Unterhose Mafia fängt mit dem Angreifen an. Und die Nightmare Hunters fangen mit Verteidigung an. Split kriegt auch schon mal ein Kreuz. Der Rest wird jetzt, ist jetzt auch schon mal eingeladen. Wir waren dann noch kurz auf den... wer fehlt hier jetzt noch? Alpha, ne? Alpha, ja. Okay, wir waren dann noch kurz auf Alpha. Okay. Okay, machen wir. Ist jetzt offen. Alles klar. Wieder geschlossen. Dann 20 nach ist es. 20 Minuten schon wieder Verzögerung. Okidoki. Okidoki. Alle ready. Alle Reezy. Im Schreiben bin ich heute inkompetent. Fast so inkompetent wie beim Carsten. Aber Carsten hat heute auch keine Zeit, deswegen mache ich allein. Goody. Wechsel dann in der Zeit erstmal wieder zurück ins Studio. Inki sollte eigentlich das Wetter noch präsentieren. Aber, naja. Ja, Deo setzt, macht heute die Aushilfe im Nightmare Hunters Team, weil sämtliche Mitglieder können einfach nicht. Vier Mann haben sie hingekriegt. Und alle anderen, die gesagt haben, yo, sonst sagt uns Bescheid oder sonst sagt mir Bescheid, ich helfe dann aus. Okay, und Bind, Standard, Turniermodus ist an, Leute. Verlängerung, Shields sind aus. Für mich nicht, aber ich bin ja auch krass. Okay. Wir fangen an. Es wird Bind. Ich wechsle gleich, sobald wir dann im Game sind. Ja? Leichte Flashbacks an dem letzten Spiel. Als ich ja alleine casten musste, da war es auch Bind im Übrigen. Da war es aber, weil Inki selber gespielt hat. Und daraus geholfen hat. Diesmal hat es Inki gedacht. Beziehungsweise Inki ist Internet. Nee. Heute nicht.
Sonntag ist der Ruhetag, deswegen ruhen wir uns heute auch aus. Ja. Aber hey, wir schaffen das schon, Leute. Der Aufwärts, da wird es eher witzig, anstatt gut. Aber was soll's. Was soll's. Muss ja auch mal sein, ne? Wie gesagt, ich hoffe auf ein Fun-Turnier. Deswegen kann ich ja niveaulos richtig schön casten. So hoffe ich einfach mal. Weil ich einfach gerade weiß, Bildschirm. Finde ich echt nicht so nice. Also, ich fand zumindest, also man hat es vorher auch nicht gesehen, was die Teams gepickt haben. Aber man hatte zumindest das Menü. Und das Menü finde ich auf jeden Fall besser, als einen weißen Hintergrund zu machen. Aber was willst du machen? Riot hat sich wichtige Sachen dabei gedacht. Deswegen mal schauen. Vielleicht haben wir ja gleich nochmal spannende Musik und so. Ja, wir schauen schon mal die Musik. Ja, schon mal gut. Guter Anfang auf jeden Fall. Wenn übrigens tontechnisch was ist, irgendwie die Sounds zu leise oder zu laut oder so, dann auch gerne einfach Bescheid geben. Wie gesagt, gleich die andere Musik ist nur im Studio. Sollte eigentlich auch nur laufen. Sobald ich dann im Game bin, also die Cam, die sich gewechselt habe, wird das dann alles normal sein. Und sehen wir einfach mal. Aber ich finde es echt geil, weißt du, der erste Match muss einfach spannend beginnen. Mit Stück 6-6. Was ist das denn hier? Leute, es wird präsentiert von 6-6 heute. Wieso steht da jetzt 6-6? Riot Games, wir machen Bugs raus und packen neue rein. Aber wir können aber die Steps sehen, sie haben noch nicht angefangen. Also, 6-6, ey. So lange habe ich jetzt auch nicht geladen. Frechheit hier. Nee, die Stellvertretender, Team-Captain von Hangover unterstützt hier. Bay Rush. Incoming. Shepard auch. Gut gemacht, gut, schönes Tempo. Jetzt am Verschieben. In die falsche Richtung gepinkt. Omen Blind gegen Alpha. God of Nightmare Kunst, sich da nochmal ein bisschen retten. Auch wenn er nicht mehr so viel hat an Leben. So, jetzt ist die Zeit zum Glänzen. 3 gegen 1. Muss aber nur noch angehustet werden. Deswegen erste Runde für die Unterhosen-Mafia. 1-0. Und jetzt steht er auch wenigstens 1-0. Also 6-6 ist es tatsächlich nicht gewesen. Wir haben nicht so lang geladen, Leute. Alles gut, kein Stress. Aktuell sieht es danach aus. Erstmal wiederholen. Wieder Richtung Bay. Waffen wurden teilweise gekauft. Man fängt leicht an. Erstmal das schönes Dingerrunde. Man hat gestern mitgekriegt, Inki nicht so ein MP-Fan. Deswegen spielt sie jetzt mit dem MP-Fan wahrscheinlich. Inki wird es natürlich so jetzt nicht mitkriegen. Auf der anderen Seite natürlich eine Echo-Runde. Damit wir die nächste Runde auch Fullway machen können im Zweifel. Race geht schon mal voraus. Race down. Dio Bot lined. Oh, konnte leider nicht glänzen. Cookie the last but least. In alle Richtungen geschossen. Hat ihm nichts gebracht. Ich habe eine 2-0-Führung. Jetzt sind wir auch eine Phantom, schon bei Alpha. Wird schon so langsam weiter. Die richtige Richtung. Ja, nein, man hat das noch nicht am Pull-By. Eher aktuell bei Stinger bzw. Pistol. Die anderen sind sich noch nicht so ganz schlüssig, was sie tun wollen. Leichte Rüstung sehen wir Nightmare Hunters Team. Diesmal Tendenz nach A. Versuch 2, auch nicht. Guter Gedanke von God of Nightmare, konnte es leider nicht nutzen. Shepard wartet noch ab. Guter muss los, richtet aber, nicht nur er, die Viper auch. Die Viper hat zu viel hat aber leider zu viel gerochen. Da geht's run. Schöner Angriff. Jett noch ein bisschen defensiv. Auf der anderen Seite wartet noch die
die Rain, die Rainer von dir. Ein gelebender Spieler. Auch leider nicht genutzt. Aber natürlich auch eine schwierige Situation gegen vier Mann. Das ist natürlich klar. 3-0 damit. Nächste Runde. Ja, die Nightmare Hunter ist natürlich gestern auch eine schöne Notizblock geschrieben, woran die Probleme lagen im ersten Match. An einem Tag natürlich schwierig alles zu beheben. Das ist ja ähnlicher Start, aber heißt natürlich nichts. Jetzt sind wir die erste Mal richtig schön Phantoms. In der Wendel kann man auch schon erkennen. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten auch nur ein Stinger. Shockcraft mit einem Marsch unterwegs. Diesmal B-mäßig unterwegs. So. Ich, etwas vorsichtiger gerade. Kleine Ansammlung. Damit geht's nach A. Schöner Port. Aber direkt wird gewechselt, direkt rotiert. Gar kein Problem. Da war sie diesmal auch besser. Direkt handeln. Spike platziert. Nächste Begegnung hier direkt. God of Nightmare kurz nutzen. Ein gelebender Spieler. Ja, Shepard leider nicht. God of Nightmare muss jetzt durchcarryen. 3 Kills incoming, Fragezeichen. Man riecht seinen Atem. Scheide dahin. 1 gegen 2 Situation. Die Richtung war schon mal okay. Leider gar nicht mehr am Zielen gewesen. Kurz hingeguckt, aber hätte er es mal dabei gelassen. Hätte. Fahrradkette. Damit schön Vierer geholt bei Willy. Beziehungsweise Bruder muss los. 1. Auch wieder Full bei, außer die bisher noch mit Pistole. Noch ein bisschen Uneinigkeit. Leichte Rüstung, schwere Rüstung. Und ja, schwierig auf jeden Fall die Situation. Mal schauen, ob sie diesmal besser mit diesem Rückstand klarkommen als gestern noch. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Aktuell ein Cypher, um ein bisschen auf A zu Stress zu machen. Sage, netter Gedanke. Kennt man ja aber auch diese schöne Ecke. Es wird schon rotiert nach A. Könnte es natürlich nicht so gut. Das war ein bisschen zu früh. Sie warten natürlich alle ab. Ich weiß genau. Da war leider nicht schnell genug. Aber jetzt wird zurückrotiert. Leider zu früh. Die Jagd beginnt. Bisschen schwierig jetzt in dieser Situation natürlich. Jetzt haben sie sich schon mehr verteilt. Jetzt 2 gegen 4 Situation, auch schwierig. God of Nightmare aktuell noch alleine. Da war die Orb. Cookie kommt an. Hat aber steppt aber hart rein. Ist jetzt bekannt. Und kriegt Besuch. Vom Bruder muss los. 5-0 damit. Und wir gehen in die 6. Runde. Wird aktuell auch wieder gegengekauft. Danach sieht es erstmal so nach. Sieht es echomäßig aus. Cookie schon am Rand von allem. Noch 300 Münzen extra. Münzen. Wir spielen aktuell anscheinend Super Mario. Und machen ja nichts. God of Nightmare surrendert. Man weiß es nicht. Vielleicht sind das auch einfach Taktiken, die ich noch nicht verstehe. Aktuell 3 zu 1 Verteilung. God of Nightmare wechselt es auch. Wird wieder eine B-Tendenz. Aktuell mit Orb vorgeguckt. Bis man was erkennen kann. Was die Cypher. Die lässt sich snaggeln. Einfach belastend. Ich bin der Jäger. So, 3 gegen 3 ist noch okay. God of Nightmare jetzt wohl auch am rotieren. Shepard natürlich jetzt allein. God of Nightmare muss es jetzt richten.
Natürlich jetzt sehr schwierige Situation für ihn. Okay. Wir wechseln einmal ganz kurz in den Nightmare-Raum. Ja? Janek, wir müssen das Spiel unterbrechen. Schaut nochmal alle ready. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das jetzt auch so weitergehen kann. Aber ich denke mal, es sieht gut aus. Ich mache einfach mal weiter. Was macht mir von hier abzuwarten, wie es aussieht. So, weiter geht's. Runde 7. Gar kein Problem hier. Jetzt also auch einfach mal hier einmal auf den Cypher gucken, ja, Willy, ja. Letztes Season auch schon MVP gewesen, also ich denke nicht, dass da jetzt was Negatives sein wird. Von daher. Also bisher hatte ich noch keine schlechte Erfahrung in diesem Turnier gehabt, also. Hey. Ein gelebender Spieler. Meine, die Motorhose-Mafia ist ja selber auch ziemlich darauf bedacht, Delay reinzupacken. Das ist ja auch bekannt. So, Schäfer regelt nicht. Okay. Hi. 7-0. Das ist natürlich nichts. Mal, was ist, man natürlich verteidigermäßig ein bisschen stärker. Aber auf Bind werden wir einfach mal sehen, wie das gleich dann so weitergehen wird. Wir schauen einfach mal. Bisher ähnliche Tendenzen wie das Spiel gestern von den Nightmare Hunters, aber jedes Blatt kann sich wenden. Die Unterhosen-Mafia stand ja auch gestern 8-3 hinten und konnte sich noch zu einem Sieg durchdringen. Es ist nie erledigt. Man kennt es vielleicht bei den CS-Spielern. Nuke, bekannte Map zum Beispiel. Also 15-0 geht immer noch um 15-15. Ein Shooter kann alles bringt, dass er schneller reagiert. Wird vom Cookie zu langsam. Sind natürlich auch bekannte Spots, also. Shepard regelt. Wieder gleich ähnliche Situation. Hat es noch um die Ecke geschafft. Hat natürlich jetzt ein bisschen Bedrängnis. So, aber immer noch eine schöne Aktion. Gegen drei Mann natürlich schwierig, aber wenn man trotzdem nur noch zwei. Mitnehmen kann, immerhin, ganz nice. Jetzt geht's nochmal weiter. Bisher geht's in Richtung Phantom. Guck hier, Pike ja heute noch nicht so stark. Shepard regelt aktuell 8-8. Die anderen sind noch nicht so ins Spiel gekommen. Keine aktuell Ladungen noch ziemliche Probleme. Shockcraft einfach nichts zu tun bisher. Ihr wisst, was zu tun ist. Mit einer 2-1 KD bisher. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Die haben jetzt eine neue Pose ausgemacht. Fresh vor. Kann sich dadurch auch die Rainer holen. Warte jetzt auch kurz wieder ab. Da ist der A-Switch. Cypher geht dann über Mitte. Sherpa geht schon mal voraus. Die anderen warten noch. Jetzt wird der Spike platziert. In der Ulti. Wie geht die Nightmare Hunters das jetzt damit um? Erstmal versuchen ein paar Lucky Shots rauszuholen. Natürlich an bekannten Positionen, man kennt's ja. Da wird Shepard geht schon mal rein. Ist natürlich jetzt auch bekannt. Die Höhe mit dem nächsten holen. Die Höhe mit dem vierten. Sehr schöne Runde. Schön. Da rausgeholt aus der Viper Ulti. Waffe hier. Easy Snack, sag ich mal, für die.
Immer noch kein Ace, also Ace Meister muss ich immer noch nicht eintragen bisher. Wir haben schon ein paar Vierer haben wir schon gehabt, aber noch kein Ace. Also da muss ich noch nicht eingreifen. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, was für Fälle passieren, wenn Inki nicht da ist. Aber das ist ja alles nichts. Hey. Jetzt geht es erstmal mit Tendenz nach A. 2-3 Aufteilung bei den Nightmare Hunters. Ist immer eine Sache des Verschiebens. Schauen wir mal. Ulti von Race ist ausgepackt. Wartet nur auf Ziel. Bekannte Stelle, niemand. Sage angehittet. Das hat schneller plant. Hinterher. Spike platziert. Und von oben. Race down. So, Alpha im Bedrängnis. Shockcraft kriegt mal wieder eine Aktion wieder. Und jetzt wird der letzte geprüft. Wo ist der Palkia? Wird sich jetzt gefragt. Bekannt, er hat eine Orb. Schwierige Situation. Sollte safen gehen. Versucht vielleicht noch was abzusnacken. Defensiv unterwegs. Bruder muss los. Bisschen greedy unterwegs gewesen. Sage noch mal kurz im Bedrängnis gewesen, aber konnte die Orb noch mitnehmen. Kein Problem. Schauen wir mal wieder, wie sie sich hier aufteilen. Sage mit Orb jetzt hier schön auf A. Diesmal 3-2 Aufteilung über A. Während die Unterhosen-Mafia sich jetzt aktuell mit Tendenz nach B engagieren. Noch nicht ganz sicher hier, aber sieht auf jeden Fall stark dann raus. Viper noch unschlüssig. Aber das ist natürlich auch nochmal. Da gehen sie schon wieder nach A. Während Sage und Omen schon verschoben haben, jetzt schieben sie nochmal zurück. Haben mitbekommen, da wartet noch jemand im Teleportraum. Immer noch ein mitgenommen, 1-1 Situation. Also okay, Cookie ist down. Shepper geht so langsam in Richtung B. Die Orb bewacht immer noch A. Macht für Beth. Jetzt verschwimmt sie nach B wieder. Aktuell noch unschlüssig, die anderen beiden warten noch. Shepard die Race. Da sind sie. Noch 30 Sekunden. Schön durch die Wand. Position bekannt durch den Pfeil. Durch den Ortungspfeil. Hoch mit dir. Nächste Drone unterwegs. Gegner gekennzeichnet. Gegner wurde gekennzeichnet. Hat nichts gebracht. Sage wartet noch auf A, auf den nächsten. Auf den nächsten Wechsel. Und 5 Sekunden vor Ende. Nochmal ein schöner Plant. Knappes Ding, aber reicht aus. 2 gegen 1 Situation. Ob. Jetzt natürlich wieder ein bisschen schwierig. Aber beide natürlich auch nicht mehr mit Full Life. Aber. Shockcraft Ob. War jetzt ein bisschen effektiver. Letzte Runde in dieser Hälfte. Vor dem Wechsel. War das auch ein Buggy? 2 auf einmal. Von der netten Dame hier. Eine Runde noch, dann ist Wechsel. Vielleicht ist der Angriff ja auch jetzt noch einen schönen Sieg mitnehmen. 10-2. Und dann auf der Angreiferseite auch einfach ein paar Mindgames durchführen. So wie die Unterhosen-Mafia zum Beispiel auch macht. Für sehr schönen Wechsel auf jeden Fall immer wieder zwischen hin und her. Jetzt schauen wir einfach mal die. Yeah. Weiter der Smoke vom Omen. Waffe gewechselt. Kriegt Besuch direkt. Hört's auch schon. Wurde aber natürlich durch den Waffenwechsel auch einmal gehört. Nur ein bisschen verwundbar. 76 noch am Start. Und die Orb
Schießt rein. Ich bin der Jäger. Bin ich jetzt wieder auf A verschoben, während die Nightmares komplett auf B sind. Wieder schön gemacht. Ihr werdet meine Verbündeten. Die Rainer sorgt noch ein bisschen für Chaos und Ablenkung. Nimmt noch einen Cookie mit und haut jetzt auch ab. Schön gemacht. Unterhosenmafia jetzt auch verteilt auf A. Und Shepard Down. War natürlich jetzt bekannt. Die Ehe kommt jetzt nach. Stehle die Sicht. Stehle die Sicht. Aber keiner mehr in der Nähe. Wer guckt zuerst? Wer guckt weg? Belastend. Pike wieder der Letzte. Diesmal kann er mit einem Ace aber noch alles rausholen. Schwierige Situation. Vielleicht einfach safen, aber ist er jetzt nur die. Na gut, ist die Phantom. Jetzt kommt der Push. Wer kriegt den Kill? Team Ass. Einfach. Jeder durfte mal ran in dieser Runde. 11-1. Alpha Esports, auch wieder integriert in den Nightmare Hunters, kennt diese Situation gegen die Unterhosen-Mafia. Da ging es letztes Mal 13-1 raus. Das wollen sie sich bestimmt jetzt nicht nehmen lassen, nochmal ein 13-1 herauszubekommen. Machen wir jetzt einfach mal nochmal weiter. Diesmal eine 3-2-Aufteilung über A. Diesmal richtiger Riecher zumindest von den Nightmare Hunters. Na Quatsch, jetzt ist der Seitenwechsel. Richtiger Riecher von der Unterhosen-Mafia, wenn es von der Tendenz geht. Da war schon direkt der Header. Stehle die Sicht. Na, schöner Gedanke, leider nicht ganz geklappt. Alle Anime mit 3 Kills jetzt. Ein gelebter Spieler. Cookie muss jetzt regeln. Nee. 5-1. Erster Matchball. Für die Info nochmal, sollten die Nightmare Hunters jetzt 11 Siege hintereinander holen, würde der 12. Sieg nicht heißen, bei 13-12 sie hätten gewonnen, sondern würde heißen, es geht in die Verlängerung. Natürlich jetzt ein bisschen unwahrscheinlich, vor allem weil die Unterhosen-Mafia es einfach ziemlich gut macht, sag ich mal. Aber es ist ja immer alles möglich, ne? Vor allem ein wunderschöner Shooter. Energie, wenn getankt. Hat sich natürlich jetzt also auch so ein bisschen gezogen, aber durch die Mitspieler-Debatte und die Stream-Sniping-Debatte, aber das gehört alles zum Turnier dazu. Schöner Schuss auf jeden Fall auf God of Nightmare. Nehme ihm die Sicht. Die schafft auch einen. Ein gelebter Spieler. Und das ist Ace zum Finale. Erstes Ace in diesem Spiel. In diesem Turnier. In dieser Season haben wir wieder ein Ace. Jetzt muss ich noch rausfinden, wer I Love Anime ist. Und wir können ihn eintragen. Ja, sehr nice. So frage ich im Zweifelsfall mal nach. GG auf jeden Fall. Das war der erste Match des Tages. Und wir werden dann gleich nochmal gucken, ob einer ein Interview geben möchte. Okay, bei einem geht die C nicht, aber das ist jetzt ein kleineres Übel, sag ich mal. Ein anderes Team hat gerade Discord-Probleme. Das ist natürlich jetzt was anderes. Das werden wir auch einfach mal gleich schauen. Auf jeden Fall ein schönes Match von der Unterhosen-Mafia. Nightmare Hunters, beziehungsweise die Alpha Esports, ist ja jetzt so ein Mashup. Ähnliche Situation wie der letzte Season. Aber zwischendurch wieder schöne Szenen gehabt. Immer wieder so kleine Momente hatten sie. Aber da kann man auch einfach nur GG sein. Wir haben einfach mal nach Team gruppiert. Aber die sehen wir es auch einfach mal. Shepard und Yeo haben hier so den besten Teil gemacht. Shockcraft wenig zu tun gehabt, sag ich mal, in diesem Match.
Passiert natürlich auch mal. Ich bin Herrscher über dem Meer. Totalit, nee. Blut an den Wänden, irgendwas an den Händen. Ich bin Herrscher über dem Meer. Totalit, nee. Blut an den Wänden, irgendwas an den Händen. Ich bin Herrscher über dem Meer. Totalit, nee. Blut an den Wänden.